Und schon wieder zurück bei Greedfall. Wir stehen vor dem Lager der Anhänger von Teleme, hier mitten im Bereich, wo eigentlich die Eingeborenen unterwegs sind. Vielleicht erfahren wir ein bisschen was darüber, was sie denn hier veranstalten. Warum die Eingeborenen so ein bisschen... Naja, die sehen schon schick aus, das muss man ihnen lassen. Die Eingeborenen sollen ein bisschen zurückhaltend wirken, aber ich glaube, die reden auch gar nicht mit uns, oder? Hallo? Oder muss ich da vorne reingehen? Ah, guck mal hier. Missionarin Mutter. Here we have a rather strange group. Do you come from the continent? Do you have any news to discuss? I wonder how things are going on the island. At San Mateus in particular. Ich glaube, ich bin gerade auf dem Weg nach San Mateus, aber Neuigkeiten habe ich keine zum Austauschen. Da bin ich ehrlich, ich glaube, wir können hier nicht so viel machen. Ich hatte gedacht, wir würden hier Informationen bekommen. Ja, war ja ein super Cliffhanger letzte Folge. hat ja einwandfrei geklappt. Hier, Spannendes vorausgesagt. Und dann nichts eingehalten. Aber auch, oh, den Weg hoch. Aber ich guck mal gerade, ob wir da vorne in das Gebäude reinkommen. Wenn nicht, dann gehen wir da einfach... Ach komm, hier an den Bäumen kannst du doch vorbeilaufen. Jetzt tu doch nicht so. Ja, hier ist aber auch niemand drin, mit dem wir reden können. Na gut. Die Telemer wollen offensichtlich im Augenblick nicht mit uns sprechen. Oder haben einfach nichts zu sagen. Ich akzeptiere das. Und wir gehen einfach mal den Weg da oben hoch, den wir da gesehen haben. Wo führt denn dieser Weg hin? Da zu einem kleinen Plateau. Aber da ist sonst nichts. Na gut. Aber wir haben hier oben noch genug zu erkunden, wenn wir es denn tun wollten. So ist es nicht. Aber wir hatten ja gesagt, wir gehen jetzt erstmal nach San Mateus, um mal ein paar der Dinge... Es geht da eindeutig hoch, aber ich komme da nicht hoch. Das ist fies. Das ist richtig fies. Na gut. Ach ja, ein Lager voller gesprächiger Fanatiker. Was habe ich auch anderes erwartet? Ich habe eigentlich nichts anderes erwartet, um ehrlich zu sein. Wo geht's denn hier lang? Aha. Aha. Huch. Oh, Level 1 Stärke. Wie, ich habe Level 1 Stärke, oder? Nein, habe ich nicht. Nein, so ein Mist. Och, Menno. Seht ihr schon kommen, dass ich so lange trainieren muss und so lange gegen Monster kämpfen muss, bis wir alle Aspekte des Charakters auf der höchsten Stufe haben, damit ich überall hingehen kann, alle Kisten öffnen kann, aber das wird wahrscheinlich nicht möglich sein. Ich kann es mir jedenfalls nicht vorstellen. Na gut, dann hier lang. Reisen, denn wir reisen weiter nach... Ach, da oben! Ah ja, stimmt, hier sieht man es ja auch auf der Karte. Da ist dieses kleine Dorf direkt neben New Cyrene, also Neu-Cyrene. Und dann hier den ganzen Weg entlang bis hier oben nach San Mateus. Und wo ist die Stadt von der Brückenallianz? Die sehe ich hier gar nicht auf der Karte. Die ist hier nicht eingezeichnet. Oder? Nee. Ich glaube, die wird erst eingezeichnet, wenn wir dann auch auf dem Weg dahin sind. Na gut, wir reisen mal weiter. 18 Stunden, 2 Minuten. Lager im Wald. Das hier ist seine Mission. Er will seine Eltern treffen. Ja, würde ich auch gerne sofort machen. Wurde auch schon darauf hingewiesen, dass ich Companion-Quests am besten immer direkt mit übernehme und sofort ausführe. Aber wir sind ja gerade auf dem Weg ganz woanders hin. Da müssen wir nochmal komplett zurücklaufen. Wir machen das in dem Moment, wo wir von da zurückkommen. Ich verspreche es dir. Ich verspreche es dir. Aber jetzt erstmal, ich glaube, hier haben wir nicht so viel zu tun. Wir können unsere Reise direkt fortsetzen. Hab da bei den Eingeborenen nicht viel gesammelt. San Mateus, da sind wir auch schon. Eieiei. Okay, hier wird nur gereist. San Mateus sieht genauso aus wie... Hey, Truthahn. Sieht genauso aus wie irgend so ein... Ja, so ein englisches Fort im Indianerland. Ich weiß nicht warum, aber sie haben es geschafft, das sehr exakt nachzubilden. Und anscheinend scheinen sie ja wirklich Probleme mit den Dorfbewohnern hier zu haben, denn würden ja kaum solche spitzen Pfähle und so weiter hier überall anbringen, wenn es nicht schon zu Kämpfen gekommen wäre, oder? Das hier sieht mir eher wie ein Militärlager als wie eine Stadt aus. Ach nee, guck mal, da hinten ist die Stadt. Das hier ist tatsächlich ein Außenposten und ein Militärlager. Ich verstehe. Wer bist du? Greetings. What can I do for you? Why build an outpost here? Well, we do have to watch over the land surrounding the city, with the bandits, the beasts and the natives.
We don't have a lot of time to rest, you know. Anything else? Nö. Nö, ich glaube, das war's dann auch schon. Na gut, der Außenposten gegen Banditen. Banditen haben wir schon gefunden. Die waren aber direkt vor New Serene, also von Neu Serene. Habe ich dann ein bisschen falsch eingeschätzt. Ich dachte, die würden da in der Nähe von San Mateus hier rumlungern, aber das taten sie gar nicht, denn San Mateus war zu dem Zeitpunkt noch Ewigkeiten entfernt. Na gut. Und da hinten ist die Stadt und die sieht schon prächtig aus, wenn wir sie von hier sehen. Riesige Kuppeln und Türme. Achso, hier können wir ein Lager aufschlagen. Oh! Na, komm, so. Mitten im Lager des ich wollte gerade sagen, des Feindes, aber es ist ja nicht des Feindes. Es ist ja, wir sind, glaube ich, im Augenblick neutral miteinander. Wir haben weder ein Bündnis, noch wären wir zu irgendwas verpflichtet. Guten Tag. Lass mich durch. So, und da hinten ist dann, glaube ich, das Richtige. Wow. Okay, okay, ich habe nichts gesagt. Oh mein Gott. Wow. Die sind aber deutlich weiter als die Händlerkongregation von uns. Wir sind ja gerade noch im Aufbau der ersten Häuserchen. Und die haben hier da hinten schon riesige Kuppelpaläste hingestellt. Heiliger. Und hier eine schöne Straße. Ich glaube, das ist auch das, was die meisten Telemer dann sagen, wenn sie hier hinkommen. Heiliger San Mateus. Was ist das da oben? Das ist so ein Sonnensymbol, was sie auch in ihren Kirchen immer haben. Ah. Okay, ich bin zugegebenermaßen sehr beeindruckt von dem, was sie hier erschaffen haben. Das ist hart. Halt. In the name of the Enlightened One, present yourself. Sir de Sade, emissary of the Congregation of Merchants on Tirfredi. I have come to present my regards to your governor. We have been expecting your visit, Your Excellency. Welcome. May he light your way. Mach mir ein bisschen Sorge. Immer wenn jemand sagt, ich habe eure Ankunft erwartet. Aber das ist hier nicht der schönste Anblick, wenn man hier in die Stadt reinkommt. Kann man das mal vielleicht mal wegräumen hier? Das sieht ja furchtbar aus. Was macht sie denn? Oder er? May the Enlightened always keep you in his divine blessing. Hm, okay. Alles klar. Puh, eine ganze Stadt zum Neuerkunden. Wir werden hier viel zu tun haben, glaub. Oh, warte mal, Kisten. Wir werden hier, glaube ich, viel zu tun haben. Wir können nicht überall reingehen, so wie in anderen Städten auch, aber wir können die ganzen Seitengassen erkunden. Ich frage mich gerade, was Siora denkt, als Begleiterin der Eingeborenen hier und dann so eine Stadt zu sehen, obwohl sie müsste solche Städte ja mittlerweile, glaube ich, gewohnt sein. Da vorne ist ein Händler. Und hier ist der Markt. Oh. Ort der... Was? Ort der Bestrafung? Answer me. Why are you doing this? Behold your so-called gods. You are demons. They burn. They are nothing. You shed tears for this creature while your heart should be full of joy, welcoming the light. Forget your pagan foul teachings. Embrace the true faith. You are mad. Renounce your gods!
Inquisitor? You! Stop where you are. The pagan stink of these soulless natives taints you. You bring demon-spawned barbarians through our gates. This man just killed some helpless soul in front of our eyes, and he calls us barbarians. Who are you to address with such familiarity? I am the Inquisitor Aloysius, and you will be going nowhere lest your answers give me satisfaction. Do you believe that the God of Light is the one and only God? Don't tell me that you are going to humor this crazed assassin. If I want to complete my mission, I believe I have no other choice. Kann ich meine Mission auch erfüllen, wenn ich ihn töte? Was ist denn das für ein irrer, wahnsinniger Vollspaten? Diplomacy may seem to you of little import, but I doubt that your governor would be of a similar opinion. Aggression towards an emissary of another nation is an error that could lead to war. You cannot hide from the divinity behind politics. But very well. I leave you in divine hands this time. I shall allow you to continue along your path. I am certain ours will cross again. And be aware that wheresoever you wander, you shall be weighed, measured, and judged. Ich glaube, ich habe genug gesehen. Und das ist für euch alle in Ordnung? Das ist the way to be? Ne? Das ist okay? Da sagt ihr, Mensch, das ist genau der richtige Weg. Good day. Kann ich mir mal am Arsch lecken. Okay, alles klar. Verstehe ich. I wish I'd been given an excuse to put this madman to the sword, but you did well. Congratulations. You are already a great diplomat. It seems to me you're being sarcastic. Me? My apologies, my lord. It wasn't my intention. Keine Sorge, Kurt, wir werden mit Sicherheit nochmal wiederkommen. Ich werde nicht eher ruhen, bevor ich nicht die Gelegenheit hatte, diesen Inquisitor zu töten. Und zwar auf die gleiche Art, wie er den da unten getötet hat. Wir werden ihn erwürgen. Oder verbrennen, je nachdem. Young man. Pardon me. Are you not part of the new governor's entourage? I'm his cousin. And I'm accompanying him on his mission to Tirfredi. What can I do for you, Father? Bishop Petrus, how divinely fortunate this is. Did you know that I had the honor of meeting you at your uncle's court when you were a child? I would never have imagined that you would grow up to resemble the island natives so closely. The island was yet to be discovered. How could you have known? You haven't lost your clever little tongue. You were always quite a remarkable young boy. I'm on my way to New Serene as an ambassador to the new governor. Do you think there would be room for me to accompany you? The roads are not truly safe. I must first meet the Mother Cardinal to present my respects on behalf of my cousin. I will accompany you, and then we can take the road together. I'm so happy our paths have crossed once again. Ich will nicht mit ihm reisen. Ich meine, ich will ihm jetzt persönlich nichts, ja, aber er ist ein Vertreter von den Leuten hier. Und er billigt das, was da draußen passiert, genauso. Und sei es nur durch stillschweigendes Zusehen. Your Eminence, in the name of the Congregation of Merchants, I present my best regards.
May the light bless you and accompany you on these grounds with inspired guidance. I thank you. We truly wish that this visit will strengthen the ties between our two nations. I learned that you crossed paths with that of Inquisitor Aloysius. I beseech you to forgive his zealous nature. His faith is absolute, and I congratulate you to have appeased him. Your faith and your diplomatic skills honor you. Another subject brings me as well. The Malachor, the horrible blood plague decimating our peoples. A terrible matter that worries us all and reveals our imperfections and sinful nature. For he would never have allowed such an evil to spread without a deeper reason, a fault. Our theologians are certain that the Malachor is the work of a curse, and we have discovered that this island is home to a cult that venerates willfully a horrifying demon. A demon? An evil spirit? It's very strange. I know no planet worships this sort of troubled spirit. We must unearth this cult and tear it out by its sinister, sinful roots. We started to investigate a village not far from here, where strange happenings have been reported. I have begun investigations, and I confirm that a demon is certainly active in the area. Alas, the population is very secretive, and we have great difficulty gleaning any useful information. But if the congregation would help us in this matter, in other words, if the Malachor troubles your cousin as much as myself, report to His Majesty that the destruction of this pagan cult is the only way to eradicate the plague, and his help in obtaining any information from the natives would be extremely welcomed. Be certain that your message will be transmitted, Mother Cardinal. I look forward to our next encounter. Und was? Nein! Nein! Da Petrus Rüstungen tragen kann, kann er sowohl aus der Entfernung als auch aus der Nähe kämpfen, okay? Mentale Kraft. Ah, das ist auch ein Magier. Ne, das sind Göttlicher. Ich will ihn nicht mitnehmen, wirklich nicht. Achso, ne, wir müssen nur Kurt... Kurt ist gesetzt. Ne, Kurt ist gesperrt. Kurt ist gesetzt. Oh, Gott sei Dank. Okay, erstmal, ich bin mir sicher, ich tue ihm wahrscheinlich Unrecht damit, weil wahrscheinlich, vielleicht ist er ja ein ordentlicher, das ist ja immer so. Ne? Es gibt ja immer auch ordentliche Menschen in solchen Systemen. Wir kennen ihn noch nicht gut genug, um das beurteilen zu können. Die beiden kennen sich zwar offensichtlich, aber wir wissen nicht, was dahinter steckt. Insofern, so leid es mir tut, erstmal bitte bleibe fern von mir. Und der einzige Weg, hier irgendwas gegen den Malachor zu unternehmen, ist, diesen Kult auszulöschen, von dem sie sagt, es wäre ein Kult. Zumal Siora niemand bekannt ist, der das tut. Das ist wahrscheinlich einfach nur irgendein Stamm, der irgendjemanden anbetet. Und sollen sie es doch tun? Ich meine, das haben sie wahrscheinlich auch schon vor ewiger Zeit gemacht. Da hat es auch noch keinen Malachor gegeben. Aber jetzt sind sie auch einmal schuld daran. Also ich glaube denen hier kein Wort. Ich glaube denen kein Wort. Und die einzige Möglichkeit, irgendwas zu retten, ist natürlich, alles auszulöschen, was ihnen im Weg steht. Und die wundern sich, dass die Eingeborenen mit denen keine Informationen teilen. Ja, wo sind wir denn hier? So. Ich bin gerade noch immer ein... Ich habe mich so über diese... Wow. Was ist das? Ist das ein Berg, wo Lava runterfließt? Also ich war so begeistert von dieser Stadt hier und von dieser Pracht, die diese Stadt zeigt und von den Türmen, den Häusern, von diesen großen Plätzen und allem drum und dran. Aber das ist wie so oft, hinter der wunderschönen funkelnden Fassade steckt dann einfach der Abschaum der Welt. Und vielleicht urteile ich hier auch, oh Gott, vielleicht urteile ich hier auch zu früh. Weil das, was aus einer Religion wird, das bestimmen immer die Menschen und nicht die Religion selber. Wir kennen noch nicht genug von, also ich kenne noch nicht genug von der Religion, um zu wissen, was die hier überhaupt predigen. Aber... Kann ich hier was nachlesen? Nee, leider nicht. Ich würde mir wünschen, dass es mal einen gäbe, der uns ein bisschen was erklärt zum Thema Religion hier und wie diese Religion aufgebaut ist, was die überhaupt predigen. Ein bisschen Andeutungen haben wir ja schon bekommen. Hier ist nichts. Aber so wirklich eine Erklärung nicht. Und hier in der Stadt müsste sich doch mindestens ein Priester finden,
der bereit ist, uns mal ausführlich Auskunft zu geben. Wahrscheinlich mit sehr gefärbten und gefälschten Worten, wo er dann alles so umdeutet, damit es in sein persönliches Spektrum reinpasst. Ordo Luminus, okay. Also richtig erleuchtet könnte hier ja nicht sein. Ich bin hier raus. Ja, unser erleuchteter Orden hier. Ich kann mich auch in den Keller hinsetzen und eine Kerze anmachen und sagen, dass ich das heilige Licht gefunden habe. Während die anderen Leute einfach draußen die Sonne genießen. Voll Trottel hier, ey. Aber wehe, einer geht raus und sagt, dass die Sonne auch ein Licht ist und viel heller. Der muss aber verbrannt werden von meiner heiligen Kerze. Das sag ich dir. Es ist doch... Boah, ich kann nicht in Worte fassen, wie groß meine Antipathie binnen Sekunden für dieses gesamte Konstrukt hier geworden ist. Halt den Mund. Geht dir sicher kein Geld. Kannst vergessen. Gut, dass sie überall kleine Feuerchen haben, damit sie sofort irgendwas anzünden können. Was ist das hier? Ist einfach zugenagelt worden, diese Seitengasse. Na gut. Oh, ich weiß, wir müssen eigentlich wieder zurückreisen. Ich bin aber gerade... Also gerade... Gerade bin ich einfach nur... enttäuscht. Schwer enttäuscht von den ganzen Menschen hier. Also richtig schwer enttäuscht. Gut, es ist wahrscheinlich das, worin sie aufgewachsen sind, aber... Rechtfertigt das, dass man das einfach akzeptiert und sagt, naja, das ist gut, das war immer schon so. Wir machen das auch weiterhin so, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die Händlerkongregation sowas veranstaltet. Aber denen wird natürlich auch von früh bis spät gesagt, dass wenn sie nicht tun, was sie tun sollen, dass sie dann in die Hölle kommen oder auch verbrannt werden. Und bei so freundlichen Persönlichkeiten wie dem Inquisitor da, kann ich mir vorstellen, und wir haben den Raum gesehen da oben, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die Mittel und Wege haben, Leute einzuschüchtern, damit sie weiterhin brav folgen. Das ist natürlich die einzige Möglichkeit, wie man einen Glauben vertreten kann. Man muss die Leute dazu zwingen, weil der Glaube an sich einfach nicht genug Sinn macht, als dass er aus sich heraus akzeptiert werden würde. Ne, das ist ja ganz klar. Und dann, wenn keiner dran glauben will... Ah, Gebiet der Nauten. Wenn keiner dran glauben will, dann muss man sie einfach dazu zwingen, und zwar mit Gewalt und mit Folter und mit Zwang. Ne, anders geht's einfach nicht, ne? Es ist keine Option, einfach zu sagen, na gut, wenn keiner das glauben will, was wir sagen, dann ist es vielleicht einfach nicht... logisch. Oder vielleicht ist es auch einfach nicht genau das, was dieser Mensch für sein Leben sucht. Da müsste man ja mal seinen Kopf einschalten, um zu akzeptieren, dass nicht für alle Menschen die Erlösung gleich aussieht. Oder andere vielleicht auf anderen Wegen glücklich werden. Oder ihre eigenen Wege entdeckt haben. Aber nein, um Gottes Willen. Im wahrsten Sinne des Wortes, um Gottes Willen. Wäre absurd. Völlig absurd, wenn man Menschen die Möglichkeit geben lässt, auf ihrem eigenen Weg glücklich zu werden. Nein. Entweder du wirst auf meinem Weg glücklich, oder ich mach dich erst richtig unglücklich. Jetzt hast du die Wahl. Your Excellency, what fair wind brings you here? I must leave you. Guten Tag, ich muss jetzt gehen. Der hat auch immer sehr, der ist sehr charismatisch, der Desardet. Der weiß einfach, wie man mit Menschen redet. Ich frage mich gerade, ob wir einfach mal auf Konfrontation hätten gehen sollen bei dem Inquisitor. Bei dem einfach sagen hätten können, weißt du was, dein Gott interessiert mich ein Scheißdreck. Und jetzt? Ich stehe noch hier. Was ist passiert? Hat er sich nicht gewehrt? Kurios. Was ist denn los mit deinem Gott? Da kommen wir nicht raus. Da oben ist alles gesperrt. Ja, ich laufe gerade hier auch noch ein bisschen rum, einfach um die Stadt zu erkunden und zu gucken, ob hier noch andere Möglichkeiten sind, wenn wir schon mal hier sind, weil das Reisen dauert ja auch immer seine Zeit. Aber ich glaube, hier so in Neu-Theleme wird sich erstmal nicht viel tun. Hier ist Gebiet der Nauten, da dürfen wir nicht rein. Ja, ich weiß. Aber da oben ist noch eine Kiste, da würde ich gerne hin, deswegen. Ja. Oder ist hier schon verbotene Zone? Na, hier ist keine verbotene Zone.
Priesterstiefel. Ring des Diakons. Ich nichts mit zu tun haben. Lass mich in Ruhe. Da oben ist irgendwie ein Viertel, wo man nicht reinkommt. Da waren auch alle Wege hingesperrt. Also ein Fragezeichen. Hier ist noch die Groschenschenke. Haus von Inquisitor Claudius. Hafenamt. Lagerhaus D ist von den Nauten. Das Hafenamt ist auch von den Nauten. Dürfen wir auch nicht rein. Das Haus von Inquisitor Claudius würde mich mal interessieren. Ob wir da einfach so rein dürfen? Schloss knacken muss ich da wahrscheinlich. Damit wir herausfinden, was der für Dreck am Stecken hat. Wetten? Wetten? Der hat nämlich richtig viel Dreck am Stecken. Das ist jetzt auch wieder übertrieben, das zu sagen, aber... ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass hier einer von denen... Gucken wir mal in die Groschenschenke, ob es hier Informationen gibt, die wir uns aneignen könnten. Stehen aber auch nur beiläufige Leute rum. Can I get you anything? No, thank you. I'm fine. Unser Charisma-Wunder. Geht in eine Taverne, geht zum Wirt. Hallo. Ja, was möchtest du denn? Nichts. Mir geht's gut. Und geh wieder raus. Was ist denn mit ihm los? Gut, ich glaube, hier auch in der Schenke werden wir erstmal nichts erfahren. Ich glaube, wir sollten vielleicht auch wirklich unserem Auftrag einfach jetzt nachgehen. Den Händler, da gucke ich zumindest schon mal... Also, Inquisition, guck mal an. Und hier Desardes Wohnsitz. Wieso habe ich einen Wohnsitz? Ich will hier keinen Wohnsitz. Wirklich nicht. Gouverneurspalast. Hier ist das Viertel des Ordo Lumis. Da sind wir hergekommen. Geschäft des Geldverleihers, die Elster. Aha. Ist klar. Wir gehen mal ganz kurz zum Händler, um mal zu wenigstens gucken, was er im Angebot hat. Denn das würde mich schon interessieren. Oh, da hinten ist noch eine Kiste. Das würde mich schon interessieren, ob der eventuell interessante Sachen in seinem Angebot hat, aber Geld werde ich wahrscheinlich nicht hier lassen. Einfach aus Prinzip. So. Wenn, dann geht das an die Brückenallianz oder an die Händlerkongregation. Und ich sehe schon kommen, dass der Gesandte, dass wir als Gesandter, ich meine, wir haben ja mit Sicherheit auch Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen auf diverse Entscheidungen. Oh, und wenn mir diese Möglichkeit gegeben wird, dann weiß ich jetzt schon, wenn sich jetzt nicht drastisch noch was ändert, in welche Richtung meine Einflussnahme gehen wird. Platz von Eden. Ist klar. Schatztruhe. Flinkheitstrank. Products are a blessing from the enlightened. Das ist ein Grund, sie nicht zu kaufen. Welcome to the best holy item shop in San Mateus. Do you like it here in San Mateus? It is impossible not to like it here. The air is purer than it is on the continent. The Malachor is far away. And rumor has it that this island is the one Saint Mateus himself chose as his final resting place. Naja, naja. Kampfring, Bischofsring, Erzbischofsring, das ist alles nichts, was wir haben wollen. Oh, 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 oh. Ein Entermesser. Oh, 105, mehr Schaden. Heiliger. Kostet 250. Sollte ich vielleicht doch mal in, sollte ich vielleicht doch mal im Blick behalten, das Entermesser. Nee. Nee, 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 nee. Bischofsgewand, ja, ich kann mich als Bischof verkleiden. Leichte Schiffsjungenjacke, aber sonst nur normale Kleidung, bequeme Weste. Na gut, Inquisitorenhandschuhe, alte Telemastiefel, Inquisitorenhalskette, ist klar. Gesamter Umhang, nein, ich kann mich wieder nicht drehen, verdammt. Priesterumhang, ja, da wird wahrscheinlich einfach nur das Symbol von Teleme drauf sein. Charisma plus 1, aha. Aber das haben wir auch mit unserem Händlerumhang.
So ist es ja nicht. Na gut, er hat nichts, was ich irgendwie haben möchte. Das heißt, ich glaube, wir haben auch den Rest der Stadt erkundet soweit, außer ja, die Kaserne der Groschengarde und die Groschenschenke. Die haben ja halt in jeder Stadt eine Kaserne. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier noch da zur Verfügung haben, was da noch gerade passiert. Nicht, dass da irgendwas Schlimmes vonstatten geht. Ach, falsch. Vor allen Dingen können wir dann mal gerade in unser Haus. Können wir in unser Haus gehen. Das war hier. Hier war ich doch schon. Hier wollte ich doch sogar rein. Hä? Hier durfte ich nicht rein. Da ist ein Brief. Brief des Sekretärs der Botschaft. Eure Exzellenz, eine Gruppe von Einheimischen kam in die Botschaft und bat darum, euch zu sehen. Da sie euch nicht finden konnten, baten sie mich, die Position eines Waldes zu übermitteln, wo sie hoffen, auf euch zu treffen. Sie erscheinen mir mit Verlaub recht gereizt und angriffslustig, deshalb solltet ihr auf der Hut sein. Meine hochachtungsvollen Grüße. Naja, gut, kann ich verstehen, dass die Eingeborenen hier vielleicht eher mit mir reden werden, als mit... Was macht ihr hier in meinem Wald? Raus hier! Entschuldigung, bin ich jetzt wieder ein bisschen übereifrig gewesen. Na gut. Puh, wir haben einen kleinen Einblick erlangt in das, was hier in Neu-Theleme und in San Mateus vor sich geht. Ich bin schockiert. Zugegeben, wirklich schockiert. Und wir werden alles tun, um das irgendwie zu beenden. Und wenn wir dafür sorgen müssen, dass wir eine Allianz mit der Brückenallianz eingehen, es ist mir egal. Obwohl, die haben mit Sicherheit genauso Dreck am Stecken, wenn wir da hingehen. Ich will es gar nicht beschreien, aber wir werden da wahrscheinlich auch grausame Dinge sehen. Boah. Es gibt nur eine Möglichkeit, das zu beenden. Wir müssen die Weltherrschaft an uns reißen. Es geht nicht anders. Go. So. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Das wird ein bisschen was zu tun sein. Gucken wir mal, wie weit wir damit kommen. Deswegen bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und ich sage einfach mal, bis gleich. Tschüss.